ich wollte eine gütliche Lösung. Das habe ich einmal versucht zu erklären, dass ich es mehrfach versucht, eben mein Können dem Land anzubieten, als Tech-Fonds-Manager zum Beispiel, einen Landesbank-Technologiefonds zu managen, um mir mein Geld selbst zurückzuverdienen und dem Land eigentlich Geld zu verdienen, ist nicht zu schädigen, sondern zu einer gütlichen, brüderlichen Lösung zu kommen. Aber das ist nicht passiert. Aber da will niemand mit mir reden. Nein. Und das wollte ich den Leuten einmal erklären, dass das ein Problem ist. Das ist ein Problem für dieses Land, dass wir solch eine Regierung haben, solch einen Landtag, wo sich niemand darum kümmert. Mir bleibt ja kein anderer Weg, als zu prozessieren. Bleiben wir beim Prozess. Was kostet eigentlich so ein Prozess? Ja, das geht in die Millionen. Die Minute, stellen Sie sich vor, die Minute beim Gericht einer 200 Millionen Klage kostet, sage und schreibe, 2000 Franken. Eine Stunde 120.000 Franken. Und dafür, darauf bezieht sich jetzt Ihr Angebot? Ja, dass wir diese Prozesse einfach beenden. Sie sollen mir entweder ein Gegengeschäft machen. Ich habe einen doppelstelligen, zweistelligen Millionenbetrag verloren, nachweislich. Ich habe Gewinnentgang in dreistelliger Millionenhöhe. Das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. Ich wäre heute effektiv Milliardär. Weil es gibt nichts Verrückteres wie einen Fonds, um Geld zu verdienen. Das ist... Es ist eine Geldmaschine. Soros. Ich habe gelesen, Soros hat letztes Jahr 2,5 Milliarden verdient. Als Fondsmanager. Sehen Sie. 2,5 Milliarden für den Soros. Als Manager. In einem Jahr. In einem schlechten Jahr. Ja, ja, genau. Ja. Nein, das ist die Geschichte, die 200 Millionen Klage. Es gibt dazu noch eine ganze Menge anderer Klagen, aber ich glaube, wir würden den Zeitrahmen sprengen. Ja. In diesem Brief bezeichnen Sie sich als Robin Hood. Mhm. Und in den Medien haben Sie angekündigt, dass Sie eine eigene Partei gründen wollen. Mhm. Wie konkret ist das? Also die Parteigründung ist natürlich jetzt ein Testlauf. Ich danke Ihnen, dass Sie mich dazu fragen. Wir wollen eben es auch Sie fragen, ob Sie interessiert wären, einer Partei in dieser Farbe, in Orange. Das steht für Kraft, für Energie, für Erneuerung. Dieses Land braucht eine Erneuerung, es steckt in einer Krise. Diese Regierung ist ja nicht einmal fähig, mit mir vernünftig zu reden. Kein Gespräch, nichts. Ich muss zu den Gerichten gehen. Ich werde diesen Prozess weiter in den Medien ausbreiten, das ist ja vollkommen klar. Und ich werde auch politisch dagegenhalten, dass das nicht mehr passieren kann. Um eine Partei zu gründen in Liechtenstein, also erst einmal, Sie sind ja Liechtensteiner. Das haben wir in der ersten Sendung schon gehabt. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, ein Satz zur Person: Jürgen Herrmann, in Liechtenstein geboren, ja. Hier in die Schule gegangen, ja, ja, mit einer Liechtensteinerin verheiratet. Genau, wir haben drei Kinder. Also alles Liechtenstein, ja, ja. Nur 20. Ich bin seit 30 Jahren verheiratet, ich werde geliebt, das ist, da schöpfe ich die Kraft. Ich habe eine Familie, ich habe auch noch Freunde in diesem Land. Ich bin kein Spinner. Ich setze mich nur für Friede ein, für Gerechtigkeit, ja, und Erneuerung. Aber für eine Partei, für die Gründung brauchen die Partei Sie 2000 Stimmen. Ja, genau. Das heißt, schauen Sie, wenn ein Einzelner die Wahrheit herausschreit, ist das mehr als wie tausend oder tausende von Wählerstimmen. Weil damit erhalten Sie die Stimmen der schweigenden Mehrheit. Und ich bin mir sicher, dass in diesem Land viele Menschen so denken wie ich, dass dieses Land riesige Fehler gemacht hat. Deshalb sind wir heute in dieser Finanzkrise. Man hat einen Finanzplatz aufgebaut, der auf Betrug an umliegenden Staaten basiert. Auf Betrug. Sie meinen Schwarzgeldkonten. Richtig. Anstatt zu realisieren, dass das nicht mehr so weitergeht und das aufzuhören, dieses Diebesgut zurückzugeben, wehrt man sich. Versucht man alles, um dieses Diebesgut zu behalten. Das ist ungefähr so, wie wenn man nicht erkennen will, nicht wahrhaben will, dass das Wasser in das Meer fließt. Da können Sie Dämme bauen, so hoch und so breit, wie Sie wollen. Irgendwann werden diese Dämme brechen oder überlaufen. Das Wasser fließt ins Meer. Bleiben wir bei der Orangen Partei. Was wäre immer vorausgesetzt, weil ohne die 2000 Unterschriften gibt es keine Partei. Ja, richtig. Wenn Sie die 2000 Unterschriften haben, was wäre dann das Programm dieser Partei? Also ich habe es gesagt, für Friede, Gerechtigkeit und Fairness sich einsetzen, für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder sich einsetzen, für ein glückliches,
Zusammenleben kein in diesem Land. In Liechtenstein. Bitte? Kein Schwarzgeld in Liechtenstein. Natürlich nicht. Das ist das Erste. Das Bankgeheimnis muss, also der Missbrauch des Bankgeheimnisses muss unter Strafe gestellt werden. Und mit den ausländischen Staaten, die ihre Gelder zurückfordern, ob sie jetzt diese Daten über ihre Steuerbetrüger durch ihren Geheimdienst oder durch irgendwelche Presser oder durch Leute, die abtrünnig wurden, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, bekommen haben, quasi gestohlen haben, damit sie sie angreifen können. Wenn man dies verhindert durch Parlamentsbeschlüsse wie vor 14 Tagen, es werde keine Amtshilfe gewährt, wenn die Daten gestohlen wurden, das ist doch barer Unfug. Das kann man doch nicht durchsetzen. Das wird den Druck weiter erhöhen gegen Liechtenstein, das ist ja ganz klar, weil die umliegenden Staaten sind die Betrogenen von Liechtenstein. Und wir erwarten, dass uns die umliegenden Staaten als Staat akzeptieren. Also was tut so ein umliegender Staat, die umliegenden Staatengebilde, wenn sie sich betrogen fühlen, wenn sie betrogen werden, sie wehren sich. Sie wollen Gerechtigkeit, wie ich auch. Ich gehe ans Gericht. Sie können nicht an dieses Gericht gehen, weil man ihnen einfach sagt, nein, wir geben keine Amtshilfe. Was werden sie tun? Sie werden Liechtenstein den Krieg erklären. Das heißt nicht, dass sie mit dem Panzer kommen, das wird es zuerst ein Wirtschaftskrieg werden. Und Wirtschaftskrieg bedeutet riesige Probleme für unser Land. Das heißt, eine Firma Hilti lebt vom Export. Viele andere Unternehmen leben auch vom Export. Wie lange wird das ein Michael Hilti noch mittragen? Das heißt, diese Mafia, die das nicht einsehen will, dass das Wasser ins Meer fließt, wird wegradiert. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das schneller geht, dass dieser Prozess beschleunigt wird, indem wir eine Partei gründen, mit Power, mit Energie, wie diese orange Farbe. Das heißt, Bankgeheimnis schon, aber nur für deklarierte Vermögen? Logisch, man hat doch nichts gegen ein Bankgeheimnis, solange es nicht missbraucht wird. Das heißt, niemand. Jeder, der Geld nach Liechtenstein bringen möchte, müsste den Nachweis erbringen, dass dieses Geld deklariert ist. Ja, und wir müssten ganz offiziell erklären, auch alle Gelder, die hier sind, wir müssen das jetzt Folge leisten, wir müssen deklarieren die Gelder, wir können vielleicht helfen, eine Lösung zu entwickeln, wie man es mit England hat, dass alle diese Steuerbetrüger nicht gerade massakriert werden. Also selbst dann ja, dass wir ihnen mithelfen, diese